Hi, mein Name ist Dennis und in diesem Video behandeln wir eine Neuvertonung der Ballade Der Feuerreiter von Eduard Mörike und nutzen dabei die Komposition von Hugo Wolf, indem wir zitieren und imitieren, um die Ballade so für Schülerinnen und Schüler zugänglich zu machen. Viel Spaß! Der Feuerreiter ist eine mit Absicht hektisch geschriebene Ballade, welche im 19. Jahrhundert entstanden ist. Sie handelt eben vom Feuerreiter, welcher in ein Feuer bei einer Mühle gerät und dabei stirbt. Die fünfte Strophe, die wir heute behandeln, steht im Kontrast zu den anderen Strophen, die total hektisch sind. In unserer Strophe ist eine lange Zeit vergangen und der Feuerreiter wird gefunden, besser gesagt sein Gerippe, welches dann zur Asche zerfällt. Wir widmen uns zunächst der Melodie und werden diese nach den Ansprüchen der Schülerinnen und Schüler leicht abändern und neu harmonisieren. Hören wir erstmal rein, wie die Melodie von Hugo Wolf klingt. Da kommt einem sofort ein Schema in den Kopf, gerade für den Anfang, welches gut passen könnte. Das ist ein typisches Schema für die Popmusik. Ich schreibe zunächst die Harmonien über die Melodie. D, A über Cis, H-Moll, D über A, G, D über Fis, E, Dur, E-Moll ist auch gängig, wir verwenden E-Dur, und A-Dur. Hören wir es uns einmal an. Da merken wir schon, es wird richtig, richtig gruselig und richtig schief. Wir passen die Melodie leicht an. Wir müssen gar nicht viel ändern, aber zwei Stellen fallen uns schon auf. Zum einen, direkt am Anfang, ein Müllerpfand. Da haben wir den Ton E in D-Dur, der zunächst sehr schön klingt, aber von meinem Geschmack her aufgelöst werden kann. Und auch am Ende, da steht der A-Dur-Akkord, gegen den A ist Ton, das klingt nicht schön. Wir ändern die Melodie ab. Außerdem nehmen wir auch den schwierigen Sprung Cis zu H raus. Nun haben wir die Melodie so abgeändert, dass sie für Schülerinnen und Schüler leichter singbar ist und trotzdem nicht das Gesicht von Hugo Wolf verliert. Ich spiele es noch einmal an. Nun sind wir schon in einer recht tiefen Lage. Diese Lage ist nicht so sehr für Sopran bestimmt, sondern eher für den Alt. Wir führen die Melodie weiter, damit wir nicht den Sprung haben vom tiefen A zum hohen D und geben die Melodie dem Alt und setzen diese eine Oktave abwärts. Hören wir es uns einmal an. Auch hier gibt es nicht zu viel zu tun. Im Alt einmal die Melodie, wir haben hier den Sprung von D zum tiefen Fis. Das entschärfen wir, indem wir ein A nehmen. Außerdem sind wir nun schon von der Melodie vom Sopran in den Alt gegangen und um das rund zu machen, legen wir den Rest der Melodie in die Männerstimme. Wir suchen uns den Bassschlüssel. Transponieren abwärts. Und hier ist die Melodie so ungängig, dass ich dafür eine ganz neue einsetze.
Lasst uns einmal hören, wie es im kompletten Arrangement klingt. Rund und schön, eine gute Melodie für Schülerinnen und Schüler. Auch nach dieser Melodie imitieren wir Hugo Wolf weiter. Wir schauen einmal an, was er gemacht hat. Hier ist die Melodie, die wir gerade vertont haben. Hier geht sie weiter und hier ist der nächste Teil. Hier geht es so bei Hugo Wolf. Feuerreiter. In meiner Version, die habe ich hier schon einmal vorbereitet, geht es ganz ähnlich. Feuerreiter. Die gleichen Effekte, den Hugo Wolf benutzt, haben wir auch benutzt. Das werden die Schülerinnen und Schüler erkennen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede daraus ziehen. Auch das hören wir uns noch einmal im Bandarrangement. Da die Schülerinnen und Schüler davon ausgegangen sind, ein modernes Stück zu musizieren, sollte beim Hören von Hugo Wolf die Frage aufkommen, warum kommt eigentlich so ein altes Stück mit einem gleichen oder ähnlichen Tonmaterial aus wie unsere neue Musik? Und auch die Unterschiede, warum klingt Hugo Wolf so fremd und unsere Musik, die wir musiziert haben, so vertraut? Eine Aufgabe könnte nun also sein, beide Stücke zu hören, einmal die eigens musizierte Version und die Version von Hugo Wolf und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Dabei werden die Schüler dieses Stück von Hugo Wolf mit ganz neuen Ohren hören. Es wird eine ganz neue Hörmotivation entstehen, weil sie eben schon zu dieser Musik musiziert haben. In diesem Video haben wir uns mit der Version von Hugo Wolf für Klavier und Gesang beschäftigt. Im Original ist es aber für Chor und große Orchester geschrieben. Auch das können wir uns mit den Schülerinnen und Schülern anhören und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausfiltern. Zum Beispiel bezüglich der Besetzung. Wir haben mit einer Rockband gespielt mit Streichern und Chor. Was hat Hugo Wolf gemacht? Welche Möglichkeiten hat er eigentlich gehabt damals? Gab es schon E-Gitarren? Gab es schon Schlagzeug? Und wenn nein, wie hat er es geschafft, mit den Instrumenten, die er hatte, den gleichen Ausdruck zu erzeugen wie wir heute? Macht diese Musik interessant für eure Schülerinnen und Schüler, sodass sie dazu einen neuen Zugang finden. Es gibt auch schon teilweise Neuvertonungen von alten Texten, zum Beispiel der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe. Das haben wir euch auch einmal verlinkt. Probiert's einfach aus. Viel Spaß!